gesetzt wurde. Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie sich die Corona-Pandemie bei unserer Beratungseinrichtung, also bei Rad auf Draht, dargestellt hat. Und als erstes einmal kurz erläutern, was Rad auf Draht überhaupt anbietet für diejenigen, die das jetzt nicht wissen. Wir haben auf der einen Seite Beratungskanäle, das ist die Telefonberatung über die Notrufnummer 147. Das ist unser Hauptberatungskanal, wo die meisten Anfragen von Kindern und Jugendlichen an uns herangetragen werden. Und dann gibt es zwei schriftliche Beratungskanäle, nämlich die Online-Beratung und die Chat-Beratung. Die Online-Beratung, die wir Montag bis Freitag immer jeweils 3 Stunden durchführen. Und die Chat-Beratung, das ist eine schriftliche, unmittelbare 1-zu-1-Beratung, die von Montag bis Freitag jeweils 2 Stunden in den Abendstunden von 18 bis 20 Uhr durchgeführt wird. Und dann gibt es neben diesen Beratungskanälen auch noch Informationskanäle, nämlich unsere Webpage und 2 Social-Media-Kanäle, die wir haben, nämlich Facebook und Instagram. Und unsere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene, die wir bis zum Alter von 24 Jahren beraten. Was bietet Rad auf Draht? Auf der einen Seite sind wir eine Anlaufstelle, und zwar eine Erstanlaufstelle oft, die kontaktiert wird, noch bevor andere Einrichtungen von Kindern und Jugendlichen kontaktiert werden. Wir bieten ganz viel Information, Prävention und Aufklärung in unseren Beratungen und das zu allen jugendrelevanten Themen. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, sondern decken alle Themen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen, ab. Wir machen natürlich auch Kriseninterventionen, stabilisieren Kinder und Jugendliche und entlasten sie, vor allem wenn sie eben in schwierigen Lebenssituationen sind. Wir setzen natürlich auch Interventionen, falls das erforderlich sein sollte, und machen auch therapeutische Maßnahmen, die wir eben vorbereiten. Das heißt, wenn es notwendig ist, dass Kinder und Jugendliche weiterführende Hilfe in Anspruch nehmen, dann klären wir darüber auf, wo sie die bekommen, wo sie sich hinwenden können, und können auch mittels Konferenzschaltungen dann eben Kinder und Jugendliche an andere Einrichtungen verbinden und sie dort gut angebunden wissen. Das heißt, wir fungieren auch als Schaltstelle so zum psychosozialen Netz in ganz Österreich, haben eine umfangreiche Adressdatenbank, die ganz speziell für Kinder und Jugendliche eben zugeschnitten ist, wo wir dann eben auch an weiterführende Stellen verweisen können. Über die Telefonberatung, eh schon erwähnt, sind wir rund um die Uhr erreichbar, 24 Stunden, das ganze Jahr über und vor allem halt auch in der Nacht und am Wochenenden und Feiertagen, wenn andere Einrichtungen geschlossen haben. Unser Zugang ist ein sehr niederschwelliger, das heißt, man muss für die Beratung nichts zahlen, es ist ganz anonym, und wir haben natürlich einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad in der Zielgruppe, weil es Rad auf Draht im Oktober jetzt dann 35 Jahre gibt. Hier ein kurzer Überblick, mit wie vielen Beratungen wir da im letzten Jahr konfrontiert waren. Also insgesamt hatten wir knapp 70.000 Kontakte, wobei das meiste übers Telefon eben hereinkommt, nämlich über 62.000 Kontakte, die dann in 53.000 Beratungen gemündet haben. Und bei unseren schriftlichen Beratungskanälen in der Online-Beratung waren es knapp über 2.500 Beratungen, die wir durchgeführt haben, und im Chat über 4.200 Beratungen. Über Social Media machen wir an und für sich keine Beratungen. Das ist, wie schon erwähnt, ein Informationskanal, aber da kommen auch hin und wieder eben Anfragen, die wir dann zumindest kurz beantworten. Und auf unserer Webpage hatten wir im letzten Jahr über 2,8 Millionen Zugriffe. Auch dort haben wir eben zu allen jugendrelevanten Themen Artikel aufbereitet und auch während der Corona-Pandemie ganz gezielt Artikel zum Thema Corona aufbereitet, zu den Maßnahmen, was man halt im Lockdown machen kann, wo es Freizeitangebote gibt, auch wenn Lockdown ist, die man vielleicht online machen kann, wie das mit dem Homeschooling, Distance Learning ist. Also da haben wir auch ganz viel Content auf unserer Webpage zur Verfügung gestellt, auch während der Corona-Pandemie. Hier ein kurzer Überblick über die Themenbereiche, die wir haben. Der häufigste Themenbereich, der bei uns kommt, sind die Themen rund um die persönlichen Probleme, nämlich mit 26%. Dann der Themenbereich der Familie mit 14%, die allgemeinen Anfragen mit 13%, der Gesundheitsbereich auch mit 13%, die Sexualität mit 10%, der schulische Bereich mit 8%, Gewalt 7%.
die neuen digitalen Medien mit 4% und dort, wo die wenigsten Anfragen kommen, ist der Themenbereich der Sucht und der Themenbereich der Berufe. Hier noch kurz ein Überblick, wie sich das auf die Geschlechter aufteilt. In der Telefonberatung haben wir mehr Anfragen von Burschen bzw. männlichen Klientinnen und nämlich 52% und weniger weibliche mit 38%, 10% sind unbekannt. Und in den schriftlichen Beratungskanälen ist es genau umgekehrt. Da haben wir weit mehr weibliche Klientinnen, nämlich 65% und nur 26% Burschen, die sich da melden und 9% sind wieder unbekannt. Wie hat sich das jetzt da bei uns, die ganzen Anfragen und die Entwicklung während der Corona-Pandemie dargestellt? Wir haben schon während des ersten Lockdowns relativ rasch gemerkt, dass es zu einer Verschiebung der Themenbereiche gekommen ist, nämlich schon im ersten Lockdown deutlich spürbar, dass sich viele mit psychischen und physischen Problemen gemeldet haben rund um den Gesundheitsbereich. Natürlich die Konflikte, die es innerhalb der Familie gegeben hat und die schulischen Probleme. Und dass die klassischen Teenager-Themen wie Liebeskummer oder Streit unter Freunden, der ganze Themenbereich der Sexualität sehr in den Hintergrund getreten sind. Und da sieht man auch schon, wie sich das eben dargestellt hat und was da massiv nach oben gegangen ist, schon während des ersten Lockdowns und was sich dann auch in weiterer Folge eben so fortgesetzt hat. Die Schlafstörungen, die bei uns um 154% zugenommen haben, die Essstörungen um 53%, das autoaggressive Verhalten und das Ritzen, das gestiegen ist um 44%, die Suizidgedanken, die um 17% nach oben gegangen sind, die psychische Gewalt in der Familie, die um 20% gestiegen ist, im Gegensatz zur physischen Gewalt, die bei uns nicht angestiegen ist, aber die psychische Gewalt eben. Dann der ganze Themenbereich um Selbstwert aussehen, um 64% nach oben gegangen ist, eine massive Überforderung in der Schule vorhanden war, die sich geäußert hat, natürlich auch in der Prüfungsangst mit dem ganzen Homeschooling, Distance Learning. Und was auch nach oben gegangen sind, ist dieser Themenbereich der digitalen Medien, wo wir auf der einen Seite eben beim Themenbereich Zahlungen, Internetabzocke einen massiven Anstieg festgestellt haben. Auch die Fragen rund um den Datenschutz und die Privatsphäre und die Medienerziehung sind nach oben gegangen. Und die ungeeigneten Inhalte, die es in digitalen Medien gibt, die sind eben auch stark gestiegen. Was waren jetzt so die größten Herausforderungen für Kinder und Jugendliche während der Pandemie, so wie sie sich bei uns dargestellt haben? Das werden Sie teilweise eh schon gehört haben, aber also das ist das, was bei uns am häufigsten gekommen ist, ist eben Homeschooling und Distance Learning, was ein massives Problem dargestellt hat, vor allem bei Jugendlichen, die vielleicht von vornherein nicht so gut strukturiert waren, was den schulischen Bereich und das Lernen betrifft. Da hat sich das halt massiv gezeigt, dass das ein großes Problem darstellt. Dann eben auch, wie bereits bei meiner Vorrednerin schon erwähnt, auch diese mangelnde Ausstattung an technischen Endgeräten, PCs, Laptops und auch die geeigneten Tools. Oft war es so, dass sich mehrere Familienmitglieder einen Laptop teilen mussten, was halt natürlich für die Erledigung der Hausübung ganz schwierig war. Dann, was den Jugendlichen natürlich gefehlt hat, sind die physischen Kontakte zu Gleichaltrigen. Besonders deutlich ist das gewesen dann auch im städtischen Raum und auf engem Wohnraum. Da waren die Probleme noch massiver als im ländlichen Bereich. Was ihnen auch gefehlt hat und was halt auch eine Herausforderung war, waren die wenigen Möglichkeiten zu einer sportlichen Betätigung. Und natürlich diese plötzliche und unausweichliche Nähe zu den Eltern und der Familie, die halt total ungewöhnlich war, die total herausfordernd war für Kinder und Jugendliche und wo es dann natürlich in weiterer Folge zu sehr angespannten Situationen und Konflikten innerhalb der Familie gekommen ist. Und natürlich die geringen Freiräume, die es gegeben hat, die sich bei uns auch dadurch gezeigt haben, dass Kinder und Jugendliche uns zurückgemeldet haben, dass sie nicht gut ungestört telefonieren können. Wir haben da immer wieder so Meldungen bekommen von Jugendlichen, die gemeint haben, ich bin jetzt kurz nach draußen gegangen, weil ich hätte sonst nicht telefonieren können oder ich habe mich auf der Toilette eingesperrt.
Und das war dann auch ein Grund, warum wir unsere Chatberatung, also die schriftlichen Beratungskanäle, ausgeweitet haben, weil Chatberatung geht auch über das Handy. Und das war dann halt weniger auffällig, wenn Sie da am Handy mit uns zum Beispiel über den Chat in Verbindung getreten sind. Was Kindern und Jugendlichen auch sehr zu schaffen gemacht hat, war die Trauer um nahe Angehörige, vor allem wenn halt jemand tatsächlich dann an Corona verstorben ist. Dann die eingeschränkten Kontakte zu den wichtigen Bezugspersonen, darunter waren Großeltern, andere Verwandte, aber auch Lehrer und Lehrerinnen, wo wir früher oft die Rückmeldungen bekommen haben, die Schule geht ihnen auf die Nerven und die Lehrer sind so blöd und ich weiß nicht was, ja, war das halt während Corona genau das Gegenteil der Fall. Da haben sie sich eben nach diesem System Schule sehr gesehnt und auch die Lehrer, die natürlich wichtige Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche sind und waren, haben ihnen da halt sehr gefehlt. Ja. Auch dieses Wegfallen von Strukturen, die ihnen Halt geben, wie in der Schule eben und auch in Vereinen, wo sie sich hobbymäßig irgendwie engagieren, das war auch eine große Herausforderung. Dann in weiterer Folge, was wir auch sehr rasch gemerkt haben, ist, dass es halt relativ wenig Unterstützungsangebote gegeben hat für Kinder und Jugendliche und natürlich auch wenig Therapieplätze. Was ihnen auch zu schaffen gemacht hat, war die Sorge um die eigene Gesundheit, aber auch halt um die nahen Angehöriger, wenn eine Corona-Erkrankung vorgelegen hat. Und worunter sie sehr gelitten haben, und das haben sie uns auch immer wieder rückgemeldet, waren diese generellen Vorverurteilungen. Das heißt, so in die Richtung gehend, die Kinder und Jugendlichen sind schuld an den hohen Fallzahlen, die Kinder und Jugendlichen sind die Superspreader. Weil aus ihrem Empfinden heraus war das ganz gegenteilig. Sie haben sich als sehr pflichtbewusst da wahrgenommen und dass sie da halt zumindest eine Zeit lang da eben verurteilt wurden, hat ihnen eben sehr zu schaffen gemacht. Und halt auch die von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen und Verordnungen, wo immer wieder nachgefragt wurde, was darf ich jetzt, darf ich das machen? Wo halt sehr, sehr viele Fragen gekommen sind, die sie halt auch verunsichert haben. Dann, wie hat sich das ausgewirkt? Was sind jetzt die negativen Auswirkungen gewesen? Also Kinder und Jugendliche haben massive Angstzustände entwickelt während der Corona-Pandemie. Das war deutlich spürbar bei uns. Es hat natürlich Auswirkungen gehabt auf den gesamten Gesundheitsbereich. Wie bereits auch vorhin schon erwähnt, die Schlafstörungen, die massiv aufgetreten sind durch den veränderten Tagesrhythmus und durch das Wegfallen der Struktur mit der Schule, sind Kinder und Jugendliche später aufgestanden, haben ihre Hausübungen später erledigt, sind später schlafen gegangen und das hat halt zu massiven Schlafstörungen geführt. Dann sind die psychischen Erkrankungen bei uns deutlich nach oben gegangen mit all ihren Facetten, wie zum Beispiel Panikattacken, Zwangsstörungen, Depressivverstimmungen und alles, was es da eben gibt. Auch die Essstörungen, die zugenommen haben, das aggressive und autoaggressive Verhalten, das eben zugenommen hat. Es ist vermehrt zu Suizidgedanken und zu Suizidhandlungen gekommen. Einsamkeit war auch ein großes Thema, vor allem bei jungen Erwachsenen, die eben kurz vor der Pandemie ausgezogen sind von zu Hause, was ja oft dieser Wunsch ist, sich loszulösen vom Elternhaus, eigene Wohnung, eigene vier Wände. Und die haben dann eben besonders unter dieser Einsamkeit gelitten, vor allem in diesen massiven Lockdown-Phasen. Dann natürlich die Sorge um die eigene Ausbildung. Werde ich das heurige Schuljahr schaffen? Werde ich im nächsten Schuljahr mitkommen? Wie geht es mit der Lehrstelle weiter? Finde ich überhaupt eine Lehrstelle? Kann ich meinen Job behalten? All das waren Fragen, die Kinder und Jugendliche immer wieder an uns herangetragen haben. Und was wir auch bemerkt haben, ist, dass es zu einer Zunahme des Suchtverhaltens gekommen ist. Vor allem bei uns hat sich das gezeigt bei Computer-, Internet- und Spielesucht. Das ist eben auch deutlich nach oben gegangen und auch dadurch bedingt halt Cybermobbing, Cybergrooming und auch Sextortion. Diese Fälle haben eben auch bei uns zugenommen. Der Medienkonsum, der gestiegen ist. Und in weiterer Folge ist es dann halt auch verstärkt zu Konzentrationsschwierigkeiten gekommen. Wir haben auch eine gesteigerte Nervosität bei Kindern und Jugendlichen feststellen können. Es ist zu Leistungsschwankungen gekommen. Und vor allem dann im zweiten Pandemiejahr, wo dann halt nach den Lockerungen und teilweise Aufhebungen der Maßnahmen
immer wieder festgestellt haben, dass sich Kinder und Jugendliche schwer tun, wieder physisch Kontakt zu Gleichaltrigen aufzunehmen. Das war auch oft ein großes Thema, weil sie sich nicht getraut haben, weil sie Sorge hatten, wie reagieren die Freunde jetzt. Ja, und auch die bereits schon erwähnte Armutsgefährdung. Dann, was ist zu kurz gekommen? Ja, eh schon erwähnt, die normalen Teenager-Themen, die erste Liebe, Liebeskummer, die sexuelle Identität, auch der Umgang mit den körperlichen Veränderungen, dann natürlich das Autonomiebestreben und auch gleichzeitig dieser ganze Ablösungsprozess vom eigenen Elternhaus. Dann die Rolle in der Gesellschaft, aber auch in der Peergroup und der Platz in der Peergroup, was ja natürlich oft wesentlich ist und halt auch dazu beiträgt, die eigene Identität zu finden, ja, und sich da halt auch weiterzuentwickeln, weil wir wissen, dass die Peergroup da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Dann, genau, das Bedürfnis nach Intimität ist zu kurz gekommen, auch diese Unbeschwertheit, die ein Stück weit natürlich in den Hintergrund getreten ist. Das Thema gesunde Ernährung ist zu kurz gekommen. Die auch bereits schon erwähnten Sozialkontakte zu gleichaltrigen, wichtigen Bezugspersonen und Lehrerinnen. Ja, Hobbys natürlich, Freizeitaktivitäten in all ihren Facetten von Events, Kinogen, ja, Vereine, ganz einfach Aktivitäten, die auch Ausgleich schaffen, wo Kinder und Jugendliche sich halt dann auch ein Stück weit ablenken und auspowern können. Ebenso die sportlichen Aktivitäten. Aber auch dieses Gefühl, verstanden zu werden, das Gefühl, anerkannt zu werden, die Systeme, die Sicherheit geben, sind zu kurz gekommen. Ja, und halt auch der Erwerb der sozialen Kompetenzen und die ganze Persönlichkeit und Identitätsentwicklung. Hier habe ich so ein paar Blitzlichtgewitter aus Lichter aus unseren schriftlichen Beratungskanälen zusammengefasst, wie sich das bei uns dargestellt hat. Also bei den schriftlichen Beratungskanälen ist es so, dass sich die Kinder und Jugendlichen auf unserer Webpage einloggen, sich dann ein Passwort lösen und einen Benutzernamen und dann in den Betreff hineinschreiben, worum es denn geht bei ihrer Anfrage. Und das waren einige sehr häufige Betrefffragen im Original, die Kinder und Jugendliche da an uns herangetragen haben. Da sieht man eh schon, worum es da eben geht. Angststörung, Selbstverletzung, wie soll es weitergehen? Ich bin sehr überfordert, Suizidgedanken in verschiedenen Facetten. Ja, man kann es eh selber ein bisschen lesen. Ich muss es jetzt nicht alle vorlesen. Aber es war halt so, dass wir innerhalb von ein paar Monaten fast nur solche Betreffe bekommen haben und die anderen Themen wie Liebeskummer oder schlechte Note oder Schulprobleme, Streit mit der Freundin, das ist fast überhaupt nicht vorgekommen. Also wir hatten in den schriftlichen Beratungskanälen eine Zeit lang fast nur diese Themen und das ist halt natürlich schon sehr, sehr bezeichnend. Hier eine Tabelle noch, wie sich das Thema Suizidalität über all die Jahre bei uns entwickelt hat. Und hier sieht man einen deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2011 und einen deutlichen Anstieg auch wieder von 2020 auf 2021 um über 17%. Das heißt, die meisten Anfragen kommen hier übers Telefon und kommen von weiblichen Klientinnen, die wenigeren von Burschen. Und wenn man sich das ausrechnet, sind es in Summe 4 Beratungen, die wir zum Thema Suizid durchführen. Und hier habe ich jetzt auch ein paar Beispiele herausgesucht, damit man eben merkt, wie sich das bei uns darstellt. Die möchte ich auch kurz vorlesen. Die Anruferin, 17 Jahre, sie steigt mit akuten Suizidgedanken ein. Sie hatte für heute ihren Selbstmord geplant. Sie ist draußen, sie spürt die Kälte und ist total verzweifelt, denn da ist ein Teil von ihr, der sie abhält, sich das Leben zu nehmen. Der 17-jährige Anrufer ruft weinend und sehr aufgelöst an und sagt, er könne nicht mehr. Er hat seit ein paar Monaten Suizidgedanken, da er sich alleine abgelehnt und mit dem Homeschooling überfordert fühlt. Dann eine weitere Anfrage war, die 20-jährige Abendschülerin hat Suizidgedanken. Sie hat das Semester verpatzt und will sich mit Tabletten umbringen. Sie war immer eine gute Schülerin, doch die Quarantäne ist für sie unerträglich und sie hat ihren Lernplan nicht einhalten können.
Hier das Thema Gesundheit, auch hier sieht man wieder, also im Laufe der Jahre, dass das massiv gestiegen ist, aber von 2019 auf 2020 hat es da einen massiven Anstieg gegeben und auch wieder von 2020 auf 2021 über 4.700 Beratungen, die wir im letzten Jahr zum Thema Gesundheit gemacht haben. Das meiste wieder über das Telefon und von weiblichen Klientinnen. Und das sind in Summe 13 Beratungen, die wir täglich zum Thema Gesundheit durchführen, was halt natürlich schon sehr, sehr viel ist. Und auch hier wieder ein paar Beispiele. Die Mutter eines 14-jährigen Mädchens meldet sich, die Tochter hat große Angst vor dem Präsenzunterricht, vor allem vor der Begegnung mit den Schulkolleginnen. Seit 2 Monaten hat sie mit massiven selbstverletzenden Verhalten begonnen und ritzt sich regelmäßig. Die 13-jährige Anruferin meldet sich, weil sie sich seit Beginn der Corona-Pandemie öfter spontan überisst und sich dann von selbst übergibt. Sie möchte nicht zunehmen und sagt, dass sie wenigstens ihr Gewicht kontrollieren möchte. Vor einem Jahr war das noch nicht so. Dann hier ein weiterer Fall. Der Bursch meldet sich, weil er vorher die Nachrichten gesehen hat und da wurden die neuen Mutationen des Coronavirus besprochen. Er hat daraufhin eine massive Panikattacke bekommen und braucht jemanden zum Reden, um sich wieder zu beruhigen. Und hier noch eine Folie mit den psychischen Erkrankungen. Auch hier sieht man, dass es da einen massiven Sprung gegeben hat von 2019 auf 2020 und dann noch einmal auf 2021. Wieder hier 1818 Beratungen, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben zu diesem Thema. Das meiste wieder über das Telefon und von weiblichen Klientinnen. Das heißt, es sind täglich 5 Beratungen, die wir im letzten Jahr zum Thema psychische Erkrankungen hatten. Und hier auch wieder ganz kurz 3 Beispiele. Ein langes Gespräch mit der alleinerziehenden Mutter einer 13-Jährigen. Die Tochter leidet sehr unter dem Homeschooling, ist lustlos und zieht sich komplett zurück. Sie isst sehr wenig, obwohl sie ohnehin sehr schlank ist. Die Anruferin selbst ist wegen Depressionen in Behandlung, verheimlicht das aber der Tochter, um sie nicht zu beunruhigen. Der 18-jährige Anrufer überlegt, die Anruferin überlegt, ihre Lehrstelle zu kündigen. Ihr Chef ist mit ihren Leistungen nicht mehr zufrieden und sie fühlt sich dort nicht wohl. Seit dem Lockdown hat sie einen Waschzwang und eine Angststörung entwickelt. Das wirkt sich nun auch massiv auf ihr Privatleben aus. Und der 14-jährige Chatter, der mit der Corona-Zeit überfordert ist, er leidet unter sozialen Ängsten und Panikattacken und hat Suizidgedanken. Er lebt bei den Großeltern und will ihnen nicht antun, dass sie mitbekommen, wie schlecht es ihm geht. Ja, und ganz zum Schluss aus unserer Sicht, was es jetzt brauchen würde, also auf der einen Seite eben niederschwellige Anlaufstellen, so wie Rad auf Draht, weil die halt natürlich eine gute Basis darstellen, um weitere Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sowohl telefonische Beratung bräuchte es, da Online-Beratung und Face-to-Face-Beratung. Aus unserer Sicht auch einen Ausbau der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit, deutlich mehr psychotherapeutische Angebote beziehungsweise halt mehr Angebote mit Psychotherapie auf Krankenschein. Dann auch eine Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen, weil wir da halt noch merken, dass es da auch noch einen massiven Nachholbedarf gibt und Kinder und Jugendliche sich da wirklich nur schwer tun, darüber zu reden. Dann natürlich sportliche Aktivitäten, die gefördert gehören, sowohl im schulischen Bereich, aber auch im außerschulischen Bereich. Dann Präventionsprogramme zur Förderung der mentalen und psychischen Gesundheit. Dann mehr Aufklärung über die Gefahren in digitalen Medien, weil wir da auch gemerkt haben, dass es da halt auch noch großen Aufholbedarf gibt. Dann einen Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe und stabile Strukturen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich Ihnen da auch einen guten Überblick zeigen konnte, wie sich die Corona-Pandemie bei Rad auf Draht dargestellt hat. Dankeschön.